So, YouTube. Hallo, hallo. Herzlich willkommen zu 10 Days to Die zurück. Wir sind immer noch dabei, laufen direkt weiter über die gefährlichsten Gebiete dieser Stadt. Krankenwagen wäre sehr interessant, aber wir sind voll, nicht? Wenn ich was finde, hilft mir das wenig. Aber wir sind halt fett überladen. Das ist eigentlich das Ungünstigste an der Gesamtsituation. Wir bauen da vorne mal eine Kiste. Und packen da das Zeug rein, was vielleicht nicht so relevant ist. Damit wir halbwegs besser zurückkommen. Und dann die Tage. Ja, vielleicht finden wir noch... Da ist noch ein Hühnchen. Perfekt. Wo ist es hin? Da ist es irgendwo. Ich sehe es halt nicht. Da. Jawohl. Sehr gut. Da haben wir wieder Ham and Eggs in Massen. Ja, sowas brauchen wir nicht. Da ist noch ein Kaninchen. Ja, interessiert mich jetzt auch nicht. Ich würde die Kiste da vorne vielleicht an diese Häuser setzen. In die Richtung. Ja, ja, meckert doch nicht. Haben wir da auch so eine Abholkiste, wo wir immer wieder Sachen reinwerfen können. Da vielleicht an diese kleine Hütte. Ah, okay, das ist so eine Farmhütte, nicht? Ja, der vertrauen wir lieber nicht. Wer weiß, was da drin haust oder wer? Wuff, wuff, sage ich nur. Wuff, wuff. Auf wuff, wuff kann ich verzichten. Entschuldigen Sie, aber ich habe keine Zeit. Was? Noch ein Tier? Achso, das Kaninchen. Ja, gut. Kaninchen ist Schall und Rauch. Mais brauchen wir auch erstmal noch nicht. Müssen wir nur gucken, wo wir hier unsere Kiste hinmachen. Wir überlegen doch gerade, werter Herr. Können Sie uns nicht mal in Ruhe lassen? Oh. 5 Sterne. Oh. Vielleicht da vorne ein Schild. Oder daran. Das ist noch besser. Das ist auch. Das Haus ist gar nicht schlecht von der Größe, kann das sein? Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Die Show muss weitergehen. Kiste. Na, da ist auch noch einer. Oh, was haben wir da? Ach du Scheiße. Wow. Okay, das kam unerwartet. Ach du Kakika-Motten.
Manchmal spannt der Bogen nicht. Na sag mal, wie viel willst du denn noch bekommen? Der war einfacher. Die zappeln aber auch was rum. Wie soll man euch so ordentlich töten? Also tot sind sie ja eigentlich schon. Das kostet jetzt unnötig Zeit gerade, weil es so viele sind. Das wollte ich eigentlich vermeiden, sowas. Cool fände ich, wenn die sich totstellen würden und dann wieder aufspringen. Oh. Oh Mann. Entschuldigen Sie, werter Herr. Ich war dabei, diese Tasche zu öffnen. Wow, und dann ist da nicht mal was Gutes drin. Hier oben drauf, die Kiste. Ja, das ist perfekt. Warum nicht? Okay, was brauchen wir denn nicht? Wir brauchen auf jeden Fall das Zeug hier nicht, das nicht. Das nicht. Blei brauche ich jetzt erstmal nicht, Nähset nicht, das habe ich alles drüben. Ich lasse mir hier auch mal verkohltes Essen für einen Notfall, wenn irgendwas schief geht. Ja, auch so Mod-Zeugs, das können wir alles später holen. Ich hoffe, die bleibt da oben und geht nicht kaputt. So. Unsere Stadt ist da hinten. Ich wollte so ein bisschen an dieser Straße da noch entlang. Genau, in die Richtung. Durch die Nester weiche ich immer so ab, nicht? Da muss ich echt aufpassen. Und falls wir immer Hühnchen sehen. Ich sollte mich also öfter mal nochmal hinhocken. Keine Spuren. Eier sind ja auch wichtig zum Sammeln. Naja, kein Problem. Er hat mehr Hunger als Durst. Das ist sehr interessant. Du bist durstig. Ja, komm. Gönn dir. Mal alles so ein bisschen anpieken. Ja, eigentlich wäre ja hier ein Haus am besten. So, genau, in die Richtung hier. Wenn da irgendwas kommen würde, wäre das schon cool. Ich glaube, so mitten. Ja, ja. So mittendrin gibt es halt nicht so unendlich viel. Außer das Ding da. Das ist mein. Das ist das Haus. Das ist das perfekte Haus, sage ich euch. Das hat nämlich schon diesen Aussichtsturm dran. Da ist es. Ja. Richtig cool. Das nehmen wir. Das liegt genau zwischen beiden Städten. Ja, das ist ja ein Träumchen.
ist nur ein bisschen weit ab vom Händler, nicht? Und hier überall schon Spikes und solche Sachen. Hier ist Maschendrahtzaun um die Hälfte herum. Wir haben eine Toilette. Hier ist auch alles so ein bisschen verbarrikadiert. Wir haben eine schicke Tür. Also das passt eigentlich schon sehr, sehr gut. Und der Eingang ist halt dann hier hinten drum. Wow. Wow. Junge. Oh, wer bist du denn? Dich hat keiner eingeladen. Mann, 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 Mann. Eskalation. Und das noch ein Hühnchen. Das hat Vorrang. Shit, ich wollte gar nicht mehr feuern. Ich vergesse immer, wie ich das abbreche. Ist der leicht hinter so einem Hügel? Das ist da hinten, nicht? Ich jage doch gerade Hühnchen. Zappalot. Mann, Mann, Mann. Wo ist es? Rechts von uns? Da. Jawohl. Schnell. Ja, ja, ja. So. Wer so sagt, hat heute noch nichts getan, nicht? Oder wie heißt's? Naja, gut. Oh, was war hier drin? Bauplan irgendwas? Dreckiges Wasser. Ja, das einzige Blöde. Also das Haus ist auf jeden Fall anders aufgebaut. Wir haben hier keinen Kochtopf gerade. Und der Schrank war zum Beispiel auch nicht drin bei mir. Also die Häuser sind durchaus doch immer leicht anders. Oh, das war Lucky Shot. Er kriegt doch gar nichts mit. Oh. Ja. So.
höre hier doch die ganze Zeit einen, nicht? Auch Pfeifen und so. Mann. Wow. Wo ist er? Oh, shit. Ich habe jetzt nichts Besseres gehabt. War unnötig. Da war es die Bandage. Ich habe die einfach nicht gesehen. Arr. Der Vogel ist immer übel. So eine Scheiße. Die erwischen mich immer eiskalt. Oh, wenigstens haben sie ein paar Federn. Nicht, aber so an sich. Guter Loot. Und starker Aufbau und noch mehr Bandagen. Ja gut, damit sind wir erstmal sicher, würde ich sagen. Noch ein Buch. Dann 18.38 Uhr. Holzaufbewahrungskisten bauen wir mal 4. Und die stellen wir hier in die Ecke. Jetzt haben wir Tag 5. Das heißt, das Haus kriege ich locker abgesichert. Das ist schon mal viel, viel wert. So, hier machen wir so Kisten für Zeug hin. Und hier hinten hatte ich so... Die hatte ich damals benutzt. Die kann ja weg. Und hier hinten kommt Lager, Feuer und Co. hin. Ich glaube, das eine Bett haben wir auch noch weggehauen. Die haben ja noch Essen und Trinken dabei, also wir können die Nacht hier jetzt schon auch verbringen. Alles, was mit Nahrung zu tun hat, erstmal hier grob reinschmeißen. Ja, auch verdorbenes Essen. Oder Heilung. So. Ja, das einzige Fleisch können wir nicht wegmachen. Das ist ein bisschen schade. Hier hinten machen wir was rein. Einmal, glaube ich, so Munition. Ja, viel habe ich ja nicht. Munition. Werkzeuge können hier rein. Und dann brauchen wir noch eine Ecke, wo wir so... Vielleicht hier nochmal 2 Kisten, wo so Material reinkommt, nicht? Hier Nahrung. Hier anderes Zeug. Das ist eher Nahrung. Da habe ich noch was gesehen. Das ist auch eher Nahrung. Das ist Medizin, das kann hier noch rein. Das ist noch ein Werkzeug. Okay. Und Gebietsschutzblock. Stellen wir auch noch her. Okay, der kommt erst nach den 140 Pfeilen. Ist hier vielleicht was drunter? Nee. Hinter die Bilderrahmen habe ich damals gar nicht geguckt. Holz. Können wir dann noch alles machen?
Oh, die sind wieder aufbereitet. Ja, hier ist nur Benzin und sowas drin. Aber können wir auch schon mal wegnehmen. Wir können ein bisschen Holz sammeln, dann können wir das Haus ausbauen. Okay, ist jetzt ein bisschen doof, nicht? Weil ich das Haus schon hatte. So, was Neues wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber da ich meinen privaten Spielstand ja für das Let's Play jetzt auch nicht weiterspiele, ist es eigentlich auch ein guter Ersatz. Einziger Vorteil ist, dass wir schon an Tag 5 hier sind und wesentlich mehr Zeug haben. Wir müssen jetzt nur ein, zwei Tage die Sachen hierher schleppen. Aber dabei kriegen wir auf jeden Fall genug Federn für Pfeile. Wir stehen jetzt schon nicht schlecht da mit den Pfeilen. Die Bäume stören auch, weil wir können draußen sonst nichts sehen. Wir müssen also auch auf jeden Fall weg. Ah, dass das 500 braucht. Wir wollen unbedingt besseres Werkzeug, nicht wahr? Okay, wir müssen mal die Pfeile abbrechen. Die stehen gerade einem im Weg. Okay, sehr gut. Haben wir das gröbste Zeug hier, glaube ich, schon weg. Das hier müssen wir noch ein bisschen wegtackern. Wenn man natürlich an diesem Haus spawnt, ist das ein echter Segen. Gut, dass ich ein bisschen mehr Nahrung und Wasser mitgenommen habe. Muss halt aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viel Krach mache und gleich noch eine Horde ran hole. Aua. Bin hängen geblieben. Kleiner Garten. Der bauen wir uns auch noch weg und dann haben wir eigentlich alles drumherum gut. Wo kommst du her? Na, die beiden müssten vielleicht noch weg dann. Da haben wir auf jeden Fall gute freie Schussbahn drumherum. Noch ein bisschen Zeug mitnehmen, wenn wir uns neue Ausrüstung machen.
Hey. Sehr schön, noch ein Level up. Aua. Ja. Man muss aufpassen. Die haben Eingang. Ich baue mir eh einen anderen Eingang. Aber erstmal für heute Nacht, nicht? So. Das war ziemlich dämlich, da gerade reinzurennen. Aber ich finde, man hat halt gar kein Gespür dafür. Ist man mittig? Ist man zu dicht dran? Ist man zu weit weg? Weiß nicht, ob es am Field of View liegt oder so. So. Wo ist der Gebietsschutzblock? Zack. Den stellen wir da oben hin. Sehr gut. Da nehme ich die Sache noch auf. Weitestgehend Nahrung. Wir wollten noch die Steinpfeile auf jeden Fall machen. Der restliche Kram erstmal hier rein. Sehr gut. Bisschen aufräumen. Nicht die Sachen heben wir uns auf. Und dann passt das, glaube ich, schon ganz gut. Hier können wir auch noch durch. Ich glaube, das ganze Regal trägt das ganze Haus. Deswegen gehe ich da lieber nicht ran. Oh, aber im letzten Spielstand waren die Fenster nicht offen. Ein Lagerfeuer brauchen wir. Auch wenn es mir jetzt noch nichts hilft. Ohne. Ja, vielleicht da in die Ecke. Das Fleisch könnte ich höchstens zu nichts verarbeiten. Verkohltes Wildbret. Ja, das wäre das Einzige, was geht. Und auch fürs Wasser. Das finde ich auch ziemlich fies. Selbst das Wasser kann man nicht abkochen ohne einen Kochtopf, nicht? Also das ist wirklich hier Kochtopf. Da oben steht's. Das finde ich auch sehr schlecht gemacht. Die ersten Mal habe ich mich da zu Tode gesucht. Okay, aber einmal 150 Pfeile, einmal 125. Dann packen wir die als Reserve schon mal hier hin. Heilung. Zwei können da auch schon mal rein. Eigentlich drei nicht. So viel normale Bandagen. Ja, wenn ich in so eine Vogelsituation komme, ist das schon gut. Und einmal Wasser lasse ich hier auch drin, falls irgendwas schief geht. Ja, ein bisschen hungern kann er ja. Okay. Können wir besseres Werkzeug herstellen? Nee, immer noch Level 2. Schade. Aber wir konnten eine Rüstung herstellen, bessere. Wie hießen die Sachen denn? Achso, ich habe nur Favoriten. Okay. Primitive Handschuhe, Level 4. Oder brauchen wir Stofffetzen? Die haben wir doch sicher, oder? 37. Klappt. Kapuze, die Schuhe und das Outfit. Sehr gut. Ding sind das schon mal. Und ich würde sagen, wir warten wieder die Nacht ab und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann holen wir unseren ganzen Stuff hierher und sichern das Haus ab und werden auch die neue Stadt erkunden. Bis gleich.